Hoffentlich verirren wir uns nicht in diesem Labyrinth. Stimmt's, Kaito? Ja, stimmt. Das wird nämlich nicht so leicht. Jo, mal schauen, was uns dort erwarten wird. Okay, los geht's. Achso, wieder wählen. Yippie-yay, wir können doch wieder alle wählen. Oh, Samus? Samus ist noch nicht dabei. Aber den war auch den, den wir verpasst haben, ne? Ja, genau. Sieht so aus. Das heißt, sammelt möglichst alle Figuren ein, wenn ihr das Spiel selber spielt, damit ihr nachher auch alle wieder benutzen könnt. Ich bin natürlich in meiner Lieblingskarte und den dritten darfst du dir dann aussuchen. Okay, ich wähle Meta Knight. Okay. Den haben wir ja zum Glück eingesammelt zwischendurch. Guck, Samus haben wir zum Beispiel verpasst, deswegen können wir den jetzt nicht mehr wählen. Ja gut, aber war auch sowieso nicht eins meiner Lieblingscharaktere. Weil man irgendwie hoffentlich verpasst oder Pikachu nicht. Warte, nein, was war oben? War oben noch was? Nein, nein, das ist nur, um auf die Karte zurückzukehren. Oh! Es reicht, einen Käfig zu zerstören, erinnere dich dran. Ah ja. Er ist jetzt nur etwas stärker. Boss heißt Käfig. Früher ist er noch anders, der Boss, ne? Piranha-Pflanze. Ja. Ne, da stand auch Zeldas Käfig, Peach Käfig. Ach so. Aber jetzt ist ja keiner im Käfig. Das war ja der erste Boss, den wir gemacht haben, ne? Genau. Ja, und Ende. Oh nein, schnell, rette dich. Tyrannia-Pflanze heißt sie, ne? Ja. Und ich glaube, wir müssen durch das Tor da oben. Das ist nur das Tor, was uns wieder zurückbringt, das in der Mitte. Na los, geh durch. Mhm. Achso, jetzt sind wir ja schon drin im Labyrinth, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ach, müssen wir jetzt alle Levels nochmal machen? Im Grunde schon. Wir müssen jetzt unsere verstreuten Jungs noch finden, die wir noch nicht gefunden haben bisher. Oh, da müssen wir Ridley auch gleich mal besiegen. Das nicht unbedingt, glaube ich nicht. Wie Meta Knight. Nein, du bist Mr. Game & Watch. Achso, Meta Knight kommt dann, ne? Meta Knight kommt danach, ey. Ja, ich bin aber auch noch gerne. Ich glaube, hoch bringt nichts, oder? Das wird auf jeden Fall viele Parts brauchen, ne? Ich möchte schon. Das ist nur ein Zusatzding. Das ist nicht der Game of Watch ist cool. So, jetzt erstmal hier. Oh, man packt so. Achso, ist so eine Statue, ne? Nur eine normale Statue. Ja, die anderen sind ja auch als Statuen da, wenn dann. Mhm. Aber ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr so als Statuen, sondern als schwarze Gegner. Wir müssen runter. Oder? Ja. Oder nee, doch, wir müssen tatsächlich hoch. Das wird eine schwarze Tür. Ja, da sind immer Gegner, die wir kämpfen müssen. Da, siehst du? Da ist Link zum Beispiel. Achso, und dann befreien wir ihn. Ich glaube schon. Oh, hinter müssen wir Pikachu auch noch besiegen. Ich fürchte schon. Aber das schaffen wir schon. Ich dachte, er ist eine Statue verwandelt worden. Ja, aber diese schwarze Masse, die im Subraum ist, die kann doch alle kopieren. Mhm. Aber die hatten wir auch schon befreit als Statue, ne? Den haben wir schon gefangen, ja. Den hatten wir schon befreit gehabt. Link. Ja, aber egal. Wo sind wir jetzt? In der nächsten Welt. Diese Wald. Der Wald. Wo wir Affenkind gelernt haben. War das nicht das, wo Link dazu kam? Und Yoshi? Ach ja, das kann auch sein. Das war Dschungel, war ja, wo das, die Affen kamen. Ja, war Dschungel. Ich glaube, das war ja auch davor noch, ne? Nee, passt ja auch mit Link. Der ist ja ein Waldtempel und sowas. Einmal durch, ne? Ich komme einfach hinterher. Welche Tür von den beiden? Ich habe keine Ahnung. Ich sag doch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Weg geht. Durch die können wir nicht durch. Wir müssen wieder durch die Tür zurück. Ach so, war Sackgasse also. Nein, aber wir mussten trotzdem diese Steine da zerstören. Sonst kommen wir im nächsten Level nicht weiter, siehst du? Hier können wir nämlich wieder zerstören. Wieder rein.
Das ist wirklich ein Labyrinth. Erstmal das hier zerstören, die Steine nach unten. Warte, nicht alle! Ah. Einen hättest du stehen lassen müssen, damit wir dann nachher durchkommen auf der anderen Seite wieder. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, geh wieder durch die Tür. Jetzt hier runter und da durch. Nein, nicht durch die Tür wieder. Was machst du denn da? Geh wieder durch die Tür. Du musst dich aber Klartext äußern. Runter, habe ich gesagt. Ja, ich habe doch runter dann gedrückt. Ich bin runter in die Tür gegangen. Scheiße, jetzt kannst du zusehen. Ich bin da raufgegangen. Hau doch auf den Button da. Hat sich das so erledigt mit den Viechern. Da oben ist auch einer. Ja. Muss aber auch den Sprungfeder drücken. Besser. Ja, hast du doch getroffen, was ich meinte. Den da, den Kreis. So. Ich dachte, ein Charakter wäre da. Oh, ich will hier einfach nur durch. Geht das nicht? Schaffst du über ihn wegzufliegen? Ja. Ich hasse diese Viecher hier. Jetzt geh hier schnell weg, sonst fällst du runter. So. Jetzt musst du wieder einen Kampf bestreiten. Da bin ich allein. Doch. Jetzt ist der Didico. Und hast du geschafft, glaube ich, ja. Prima. Gut gemacht. Wann kommst du denn hier mal wieder? Wenn du ein Leben einsammelst. Das kann ja nur dauern. Hier, ne? Oder was war da unten? Das ist die Karte. Das weiß ich nicht, was da unten ist. Auch eine Tür. Aufwind bleibt sowieso relativ lange oben. Nur bei Abwind musst du aufpassen. Ach. Denk doch dran, die greifen nur an. Paracoopas. Aber Bruder, der fehlt mir auch noch. Lass ihn doch. Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Hammer treffen, sind doch sowieso relativ gering. Ja. Wer kommt jetzt? Das weiß ich. Monkey Kong. Das ist unfair. Ich habe 115, er 25. Wie unfair ist das denn? Sollst du die da aber aufpassen, dass er die nicht auf dich rausschmeißt. Jetzt berühre ihn lieber schnell. Sonst macht's Boom. Genau. Was war das? Klebebombe war das. Was? Klebebombe. Was ist das denn? Die klebt an dir und macht Kaboom. Was? Ich hab nichts gesehen an mir. Doch, hat irgendwie Kong auf dich draufgeworfen. Leuchtet sogar, bevor sie explodiert. Da hätte ich ja sowieso nichts machen können, ne? Doch, würde sie ihn berühren müssen. Wenigstens starten wir von hier. Und wenigstens bin ich auch wieder dabei hier. Der blöde Affe. Ja. Warum rammt er mich eigentlich immer in den Boden? Geh mal zur Seite da. Geh mal vom Donkey Kong weg. Ja, er geht doch immer zu mir hin. Und nochmal. Ich halte ihn jetzt einfach mal aus dem Ring raus. Ja.
das war's, aber. Guck mal da! Da sind schon alle die. Guck mal, da ist auch Pikachu. Pikachu habe ich auch gar nicht befreit. Nein, das sind unsere Gegner, gegen die wir noch alle kämpfen müssen. Das heißt, wir müssen gegen Pikachu noch kämpfen. Boah, was sind das da für Drachen da hinten? Ja, wer wohl? Die Ridleys. Rayquaza ist da hinten auch bei. Was? Ja, wir dürfen gegen alle normal kämpfen. Ist das nicht schön? Nein, 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 nicht da lang, sonst sterben wir. Der Pfeil geht doch nach links. Aber wir müssen runter. Guck, da ist auch ein Pfeil, der nach unten zeigt. So. Ah, diese verdammten Knutschmünder. Verschwinde. Boah, dann dauert das aber ewig. Klar. Hier ist noch ein Boss weit offensichtlich. Oh, Samus. Achso, wenn wir jetzt einfach beenden würden, dann, dann müssten wir alles nochmal machen. Was beenden? Ja, beenden und erstmal weitermachen. Nein, nein. Dann haben wir die, die wir schon besiegt haben, schon besiegt. Achso. Achso, deswegen gibt es die gelbe Tür, dann kann man bis dahin. Ja, man kann speichern. So. Zwischendurch. Weil ich habe noch nie von jemandem gehört, der das in einem durchgemacht hat. Zumindest ist es noch nicht einmal online. Weil es ziemlich lange dauert, ne? Klar, das ermüdet einen ja auch total, wenn man ständig. Stell dir vor, du müsstest gegen Ridley, Rayquaza und den anderen Ridleys alle gleichzeitig normal kämpfen. Mhm. Müssen wir auch gegen Eiskleiber sind was kämpfen mit Herrn Kirby? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen gegen alle kämpfen, die wir bisher freigespielt haben. Aber nicht der Camp Pummeluff und sowas. Nein, ne? Wolf und Pummeluff sind nicht dabei. Wer? Lass uns da runtergehen. Wolf. So, das ist doch von Fox, ja. Star Commander. Hier ist noch eine schwarze Tür. Mhm. Oha. Wie viel Zeit bleibt noch? Da ist dein Pikachu. Jo. Dann müssen wir das mal hier erledigen, bevor uns das noch weiter auf die Nerven geht. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Wir haben noch circa 3 Minuten. Okay. Bis dahin sollten wir Pikachu möglichst besiegt haben und dann machen wir erstmal Pause. Na komm, was ist los? Ja. Ich bin eigentlich der stärkere Pokémon. Pikachu ist sehr stark. Ich bin eigentlich der stärkere Pokémon. Komm her, du Mistvieh. Eigentlich bin ich immer selber gerne Pikachu, aber ich trinke nicht so gerne den Pikachu an. Wer tut das schon? Ich weiß auch nicht. Bleib vom Pikachu weg jetzt erstmal. So. Weil ich ihm eine Bombe verpasst habe. Ja, okay. Das war's. Ausgezeichnet. Gerade noch so geschafft. Warte, jetzt. So, jetzt machen wir erstmal. Jetzt beenden wir erstmal den Part. Damit es nicht zu lang wird. Bis zum nächsten Mal.